Naja, okay. Dann machen wir mal weiter. Soll ich dir sagen, wie viele Auslieferungen du mindestens machen musst? Wie viele? Also jetzt, ich glaube, das ist eine Hauptmission hier alles. Ja. Das sind wir bei bis zu Auftrag 70. Oh Gott. Ja, wir haben geschmult, neue Folge von Death Stranding. Karin hat einmal kurz nur aus Interesse geguckt, wie lang das Spiel denn so ist und was uns jetzt noch so Was uns erwartet? mengenmäßig erwartet, jetzt Ja. nicht so im Detail. Und Und wir haben schon zwei Aufträge erfüllt. von 70, die man pflichtmäßig mindestens machen muss. Also ich glaube, es sind Pflichten, aber es sah so Okay. aus. Ich glaube nicht, dass es Also, ich kann die Luft anhalten mit R1, wenn ich in der Nähe von den Gestrandeten bin. Sind sie weg, oder? Hältst du die Luft an, können dich die GD schwieriger, während du in Bewegung bist. Doch Vorsicht, wenn deine Belastbarkeitsanzeige erschöpft ist, muss Sam Luft holen. Okay. So, aber die Frage ist ja jetzt. Hoppa. Ach kommt, Leute, ihr habt mich doch jetzt gar nicht. Ihr könnt mich doch gar nicht sehen. Au. Ach nö. Ich schüttel doch schon. Na, was mache Das ist echt all. Lass mich los, ihr Schweine, ihr. Ach, Mann, oh. Babys Stress steigt. Ach, jetzt muss ich gar nicht selber laufen. Machen die das? Ich. Oh, ein Ball. Ah, no. Ah, ein Ball mit Tentakeln. Oh nein. Bist du noch da, wo du warst? Ich weiß es nicht. Was fragst du denn so dumme Sachen? Ah. Ist das aus dem Controller? Ja, das Baby schreit. Ich kann mich jetzt nicht um das Baby kümmern. Da ist ein Wal. Ich gehe zurück ins Haus. Ja, was hast du denn? Na, ich weiß es doch auch nicht. Mach was. Soll ich gegen den Wal kämpfen? Ich kann nicht kämpfen. Ich hab. Nur guck mal, warte, auf jeden Fall stehen. Bleib mal stehen. Nee, nicht mehr. Okay, ich dachte, die. Ich hab irgendwie Angst, dass der Wal mich frisst. Oh Gott! Nein, Wal, lass mich in Ruhe! Ich glaube, wir machen alles falsch. So werden wir das auf jeden Fall niemals durchspielen. Ich will wieder in die Fuge. Das war so schön. Oh, ist doch ganz angenehm. Die kommen nicht ins Haus. Nee, der kommt doch nicht durch, weil er so fett ist. Fett, sag Kannst du mal. mal rufen? Ach, guck mal, So. der Bereich ist jetzt. So, aber da muss ich ja leider hin, ne? Also durch. Ist jetzt aber schlecht irgendwie. Also ich würde jetzt schon versuchen, hier hinzukommen. Ja. Gibt es da vielleicht noch einen anderen Ausgang aus diesem Krematorium? Sieht schlecht aus irgendwie. Nicht da hinten? Vielleicht da so, in der Ecke. Ich wüsste ja gerne, wie ich mich um das Baby. Man kann das Baby, glaube ich, irgendwie beruhigen, aber ich habe diese Tastenkombination noch nicht gelernt. Ach, shit. Ja, Ah. aber wenn du ganz still bist, geh hinfallen. Ich glaube, ich muss aus diesem Kreis raus. Ich glaube, es bringt nichts, hier zu warten. Da können wir, glaube ich, warten, bis wir schwarz sind. Ich glaube, ich nehme aber den anderen Ausgang hin. Wo ist er hin? Ja, das wüsstest du wohl gerne. Das wüsste ich echt gerne. So. Hier, jetzt ist hier aber mal Schluss. Oh, dieser ganze Geschlabber, Alter. Nein! Der Cthulhu-Wal ist wieder da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bringt es, glaube ich, auch nichts mehr, wenn ich die Luft anhalte. Ich glaube, sie wissen, dass ich da bin. Ah, okay. Und Egos Leiter. Ich weiß es nicht. Da geradezu. Aber muss ich jetzt rechts lang oder links? Ich glaube, du musst links. Links lang, ja, du hast recht. Nein, Wally! Bleib weg! Wally McWalfay. Ach, guck mal, die ganze Welt schwimmt. So keine großen Felsen. Nein, Wally! Lass mich! Aber der Wal ist nicht so schnell. Der ist echt lahm unterwegs, Gott sei Dank. Ist noch langsamer als wir. So ein Schneckenrennen. Komm, ich darf nicht hier runterfallen. Nee, das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Lauf, Kletter lauf! doch! Oh, du machst Sam! Jetzt. Ah, da fliegen Krabben durch die Gegend. Ja, die sind untergerissen. Da ist Igor! Wo ist Igor? Nein, 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 Igors Leiter. Ach, da! Sein Seil. Los, seil dich ab! Ah! Oder?
Ich bin raus aus dem, das war hier der Rand von dem schwarzen Krieg. Aber genau hier an dieser Kante. Oh, fuck. Ui, ui, ui. Oh. Boah, so. Das war, das war spannend. Gib mal Igor ein paar Likes, damit kriegt da alle, die ich hab. Guck mal, was ich hier an Likes am Start hab. 81. So, Nein. Ich seil mich mal jetzt hier direkt ab. Und... Oh Mann, ey, das war echt heftig. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie man umgeht damit. Jetzt wissen wir, wie man es nicht macht. Ja, genau. Also die Viecher auf sich aufmerksam. Ja, ich weiß nicht so richtig, was ich hätte anders machen können. Also mich noch weniger bewegen oder noch... Vielleicht die Luft anhalten und so. Vielleicht kannst du schleichen? Bisher weiß ich nicht wie, ne? Also wähle mit links und R die Feldflasche. Okay, ich probiere das mal einfach. Das ist so mein Monster Energy trinken. Ja, okay, aber habe ich echt Monster Energy in meiner Feldflasche oder ist das Wasser? Was anderes gibt's ja nicht. Ach, damit fülle ich dann meinen Ausdauerbalken wieder auf. Okay. Achso, ich muss ihn nochmal. Nein! Ich wollte ihn liken. Das ist leider die gleiche Taste. Das war uns viel. Wie laut brüllen. Wow. Besprengung wiederholte, nachdem du Likes versendest, musst du eine Weile warten, ehe du demselben Objekt oder dem Video mehr Likes geben kannst. Das ist aber in der echten Welt nicht so. Ah, ja, ups. Kann ich liken, wie ich will. Ich liken so viel ich will. Und ich kann vor allem disliken, wie ich will. Oh, Dislikes. Es geht aber auch nicht auf jeder Plattform. Es gibt ja manche, wie Instagram, wo man nur positive Sachen... Hätte bin ich nicht, auf solchen Plattformen. Wo es nur positiv geht. Es geht mir gegen Strich. Weil diese positiven Bewertungen... Ich will negativ sein. So, ich dachte jetzt, vielleicht kann ich hier unterwegs nochmal irgendwie irgendwas Schönes mitnehmen. Noch ein Paket rumliegt oder so, aber hier ist nichts. Na, dann müssen wir das jetzt so machen. Achso, das ist deine Wegmarkierung. Ich dachte jetzt mal, hier so ein Meter kann er wohl runterhüpfen, der... Kannst du einen Meter runterhüpfen? Ja. Einen Meter krieg ich hin. Echt? Ja klar, ist doch ein Meter. Von so einem Klettergerüst kannst du auch anderthalb oder zwei Meter runterspringen. Wenn du kann dann man sich aber leicht was anknacksen. Ja gut, aber als Kind hat man das doch nicht, also da hat einen das doch nicht gestört, da ist man nur einfach so zwei Meter runtergehüpft. Ein bisschen. Zwei Meter ist doch nicht super hoch, ist gerade mal doppelt so hoch, wie du als Kind bist. Das war, also, ich weiß nicht, ich hab sowas gemacht. Ich nicht. Like, Igor! Ah, ich hatte nur noch drei. Doch, drei hatte ich noch. Kann ich eigentlich mich waschen? Warte mal. Ist das Zeug abwaschbar? Ja. Oh, noch ein Lied von Low Roar. Poznan. Ist auch eine isländische Band? Nee, ich glaube nicht. Also, ich habe es nicht nachgeguckt. Kannst du mal Low Roar googeln? Nachfüllende Feldschweife. Feldschweife führt sich selbst nach, indem sie Zeitregen und anderes Wasser, das in Kontakt mit ihr kommt, absorbiert und filtert. Wow. Das ist ein praktisches aber Gerät. Ich dann von innen älter, wenn ich das trinke. Stimmt, das ist eigentlich voll sinnlos, oder? Ich probiere jetzt mal alle Tasten aus, die ich hier habe. Oh nein, das Baby mag das nicht. Oh nein. Baby, es tut mir leid. Wie kann ich denn das Baby... Kann ich das irgendwie... Was ist mit eurem Internet los? Sorry, weiß ich nicht. Spotify redet nicht mit mir. Ich wüsste gerne, wie ich das Baby hier ausrüste. Du kannst das Baby ablegen. Nee, ich würde ihm gerne tätscheln oder irgendwie... Das weint so ein bisschen. Das ist ja kein Pokémon, Dennis. Wo du... mit deinem Pokémon spielen kannst und sie füttern kannst. Es ist ein Baby. Das brauchst du nicht. Es ist ein Baby. Außerdem ist es kaputt. Das sollte eigentlich eh krematiert werden. Ja, kremiert. Krematuriert. So, hier, ich nehme mal ein paar Kryptobioten mit. Ja. Na, komm. Oh, jetzt sind sie alle weg. Wir haben es gleich geschafft. Den Weg kennen wir ja schon wie unsere Westentasche hier. Vor allem mit Igors Leiter. Jetzt kannst du auch schon rennen. Ja. Also die Seite geht gerade nicht, aber ich guck's einfach im Browser. Browser. Ja, ist cool. Ich kann ja mal im Öko-Browser gucken. Du hast einen Öko-Browser? Ecosia. Ach, Ecosia. Der nette Baumpflanz. Der Baumpflanz-Browser. Ja, ich habe neulich erst wieder 50 Bäume in Kenia mir gekauft. Beziehungsweise gespendet. Mein Ziel ist es ja, im Laufe der nächsten Monate wenigstens so viele Bäume überall zu spenden, dass ich 10% meines eigenen CO2-Ausstoß ausgeglichen habe. Weil dann kann ich nämlich mit gutem Gewissen auch mal atmen. Genau.
Naja, was hat man so? 10 bis 12 Tonnen im Schnitt? Also 12 Tonnen eigentlich. Hat der... Was ist das für ein komischer... Blauer... Scheiß, na, der das da... ist wirklich immer Pure, oder? Na, oder es ist irgendwie dieses Netzwerk oder sowas, die da... Ach so, haben. Kann auch keine sein. Ahnung. Werden wir bestimmt noch herausfinden. Ne, 12 Tonnen CO2 produziert der durchschnittliche Deutsche im Jahr. Und ich bin schon bei 10 nur ungefähr, aber... Eine Tonne ausgleichen wäre schon geil. Momentan gleichen meine Bäume gerade mal 200 Kilogramm aus. Mhm. Was jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber allein für den einen Flug, den wir nach Spanien gemacht haben, das war schon eine Tonne hin und zurück. Da muss man noch ein bisschen was machen. Ich hab's geschafft. Weniger fliegen. Genau, weniger fliegen und mehr liegen. Ich werde vielleicht auch von meinen Kolleginnen dafür. Ja, nö, musst du aber nicht. Ist völlig in Ordnung, wenn man weniger fliegt. Also, sowas wie Dinge gar nicht mehr machen, so extreme Sachen finde ich auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich denke, naja, aber wenn ich dann doch mal Lust habe, alle paar Jahre... Ja, aber die haben sich auch nur im geringsten anzupassen. Na gut, die sind aber auch vom Alter her wahrscheinlich nicht in der Generation. Mitte 50? Naja, das ist schon zu alt, dass sie sich nicht mehr dafür interessieren, was die Welt so um sie herum macht. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Achso, muss ich gar nicht wahrscheinlich, weil das ist nur mein gesetzter Dingens, den ich da aus Versehen irgendwo... ich muss da durch... Nee, andere Richtung. Oh. Musst du da durch? Kannst du die nicht wegnehmen? Ja, kann ich, aber da müsste ich da jetzt rumfriemeln auf der Karte. Außerdem muss ich erstmal ein Stückchen weggehen und dann... Wie entferne ich die? Mit Viereck. So. Bridges! Ist geil, wenn man seinen Namen überliest. Oh. Fühlt man sich wie Donald Trump. Ich höre auch an allen Häusern, mit denen der zu tun hat, seinen Namen drauf. Wundert mich eigentlich, dass auf dem weißen Haus das noch nicht draufsteht. So, jetzt bringt mir bitte bei, wie ich das Baby streicheln kann. Ich mag das Baby streicheln. Oh, ein Regenbogen. Aber erst sind Regenbogen nicht normalerweise meistens eher andersrum? Achso, ja, aber hier im Spiel sind sie. Stimmt, wegen Regen. Da kann ich drüber nachher. I'm sorry, but this BB has been pushed beyond its limits. Disposal is the only option. Sam, get cleaned up and come to the president's office. We need to talk. Jetzt wasch dich mal. Ist irgendwo Müller in der Nähe? Ah, ich glaube, da wird das Spiel noch erzählerisch ein bisschen was draus machen aus dieser Beziehung zwischen diesen Babys. Den Menschen. Und was hat es mit Mads Mikkelsen auf sich? Herzchenbläschen. Das können wir doch nicht wegschmeißen. Also. Geht doch nicht. Guillermo, was redest du denn da? Auftrag, streng geheim, Verbrennung, Leiche, Präsidentin. Wie viele Likes kriegen wir für die Verbrennung der Leiche? Weniger als 50% Schaden? Nicht schlecht. Distanz wird nicht bewertet. Ja, vor allem, was ist da der Schaden? Ist doch wurscht. Ich meine, wurde eh verbrannt. Ja, nee. Warum ist da der Zustand wichtig? Doch, super, super wichtig. Super Serial. Super Serial. Oh, leider nur A. Kein ja. Awesome. Rebuilding America Trophy. Das war einfach. War das nicht bei Metal Gear Solid auch mit den Bewertungen immer? Ja, ja, die haben das auch immer gerne gemacht. Ja. Typisch, also japanische Spiele halt. Das hat sich nicht Kojima ausgedacht. Für Verschiedenes, was überhaupt nicht klar ist, was es ist. Es ist einfach, kriegen wir die meisten Punkte. Wir sind am besten in Verschiedenes. Du bist sehr divers. Oh, eine so vielseitige Persönlichkeit.
Sam, da hängt ein kleines Maskottchen vom Studio dran. Am BB-Container. Perhaps a shower is in order. You're still covered in Chiralium. Ach, das ist das Chiralium. Das Schwarze. The hell you talking about? She's dead. You're upset. Is this about BB-28? Go fuck yourself. I'm not your errand boy. Well, in any event, it seems it owes you its life. No. Hör auf, es zu schütteln. You too. As you say, I shall look after it. Das macht er doch mit Absicht. Welche Präsidentin? Welche Präsidentin? Habt ihr eine neue gewählt, während wir weg waren? Ich bin ihr Gehirn irgendwo hochgeladen. Ich bin auch Bürger Amerikas, warum durfte ich nicht wählen? Keine Demokratie. Es heißt nur noch, es ist wie in der Türkei oder so. Es heißt noch Präsident, aber es ist eigentlich, oder in Russland. Oder Deutschland damals. Oder damals. Es war nicht alles schlecht, aber das mit dem Präsidenten war, naja. Wieso liegt der jetzt da auf dem Boden? Weil er erschöpft ist. Entschuldigung, ich kenne das nicht. Wenn ich erschöpft von der Arbeit komme, dann lege ich mich auch erstmal auf den Boden. Wenn du eingeschleimt bist von dem ganzen Dreck auf Arbeit. Das ist ein Excel-Scheiß. Oh. Ist das der kleine Sam, als sie noch als ein Kind? Ach guck, das ist der Traumfänger. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. Ich find's ganz witzig, dass es ja im Kino jetzt immer häufiger Filme gibt, wo die, oh, wir sind schon Episode 2, wo die Schauspieler verjüngt werden mit per CGI Computeranimation, jetzt ja auch bei dem Scorsese-Film. Ja. Der Irishman. Und dass es jetzt aber parallel gerade auch so ein großes Spiel gibt, wo sie das auch machen mit einem Schauspieler oder einer Schauspielerin. Ja. Das ist irgendwie. Es scheint gerade einfach in zu sein. Good morning, in allen Sam. Medien. Sam, this is Di Hartman. There's a private room set aside for your use. Bridgesburg. Take a moment to clean up, wash all that Chiralium off, then come to the president's office. Ja, jetzt haben wir hier unser eigenes Penthouse, Apartment. Das ist ganz geil, weil hier steht erstens richtig viel Monster Energy rum. Das ist wirklich super, da können wir nämlich saufen. Und hier können wir so unser ganzes Zeug aufstellen, was wir irgendwie finden an irgendwelchen, wie heißt das, Collectibles. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, habe ich schon mal irgendwo. Egal, gibt's hier auf jeden Fall auch. Wir werden jetzt gleich mal duschen, aber vorher machen wir ein Päuschen. Ja. Und dann schauen wir uns mal an, wie Norman Reedus unter der Dusche aussieht. Und wenn ihr das nicht sehen wollt, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann seid ihr nicht mehr zu retten. Dann seid ihr nicht mehr zu retten, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.